Turbulent waren sie die vergangenen Wochen. Eine weltweite Finanzkrise hat von sich reden gemacht. HWK-TV geht der Frage nach, ob diese Krise auch in der Region angekommen ist. Spürt der Handwerker in der Eifel oder im Westerwald etwas davon? Hat sich das Kaufverhalten der Kunden verändert? Antworten geben aus erster Hand die Handwerker und zeichnen ein interessantes Bild. So im Autohaus Bergisch in Hachenburg. Im 75-jährigen Traditionsunternehmen stellt man trotz aktueller Finanzmarktkrise eher ein verstärktes Kaufinteresse fest, denn ich denke, die Kaufzurückhaltung besteht schon länger und ist jetzt nicht durch die Finanzkrise verstärkt worden. Der eine oder andere wird vielleicht dadurch sogar zum Kauf eines Fahrzeugs angeregt, weil er Angst hat vor der Inflation und weiß halt, dass sein Geld in einem Kfz werthaltig angelegt ist. Hier macht man einen Trend aus, Geld zu investieren, wenn schon alle Welt von der Unsicherheit an den Finanzmärkten spricht. Neben dem Handel spielt der Werkstattservice eine ganz wichtige Rolle für die aktuelle Lage des Unternehmens, die so beschrieben wird. Wir sind zufrieden mit unserer momentanen wirtschaftlichen Lage. Im Vergleich zum Vorjahr haben wir sogar eine Steigerung festgestellt. Wie auch im Metallbauunternehmen Mudersbach aus Friedewald. Eigentlich müsste es hier düster aussehen, denn die Verarbeitung von schweren Metallbauteilen ist energie- und damit finanzintensiv. Die Preise für Stahl sind in den vergangenen Jahren ständig gestiegen und doch ist die Lage in dem Handwerksunternehmen ist sehr gut. Sehr gut. Die letzten 4 Jahre schon, kann man sagen, aber die letzten 2 Jahre ist extrem gut. Also wir haben zurzeit Vorlaufzeiten, die sind uns völlig ungewohnt. Wir haben teilweise Aufträge im Haus für Ende 2009. Dank langfristiger Strategie und hoher Qualität ist die Finanzmarktkrise also hier kein Thema. Einen wichtigen Beitrag zur Stabilität im Handwerk leisten auch dessen traditionelle Hausbanken, die Sparkassen und Volksbanken. Wie beurteilen die Banker die Krise? Ich glaube, unsere Wirtschaft prägt eins. Unsere Wirtschaft prägt ein gesunder Optimismus. Wir glauben, dass die konjunkturelle Entwicklung, die jetzt stattfindet, durchaus ein Korrekturprozess ist. Dieser Korrekturprozess wäre gekommen, ob mit oder ohne Bankenkrise. Und ich glaube, derjenige, der langfristig orientiert ist, sowohl auf der Unternehmerseite als auch auf der Verbraucher- und Konsumentenseite, der wird, nachdem er den Schrecken der letzten Tage überwunden hat, wieder zu seinem Alltag zurückkehren. Das heißt, wir werden eine Delle erleben. Keiner von uns kann sagen, ist diese Delle 3 Monate, 6 Monate oder 12 Monate. Ich hoffe nicht, dass sie 12 Monate ist. Insgesamt glauben wir aber, dass sowohl unser Handwerk als auch die gesamte gewerbliche Wirtschaft bei den kleineren und mittleren Unternehmen doch sehr solide aufgestellt ist. Und wir haben auch aus der Struktur heraus in unserer Region doch eine sehr heterogene Struktur. Wir sind nicht abhängig von bestimmten Branchen, die also bestimmte Regionen prägen. Von daher bin ich eigentlich für unsere Region, auch für die Zukunft, zuversichtlich. Und zur Bankenkrise, die Bankenkrise wird auch ein Ende finden. Da hat sich im Umgang mit unseren Kunden überhaupt nichts verändert. Da ist die Situation genau die gleiche wie vor einem Jahr. Sie wissen, dass wir ein Geschäftsmodell haben, das traditionell sehr eng mit dem Handwerk verbunden ist. Wir agieren in der Region und da sind unsere mehr als 400 Handwerkskunden, Handwerksbetriebe natürlich ein wichtiger Faktor, dem wir natürlich auch in schwierigen Zeiten zur Seite stehen. Und so ist unser Geschäftsmodell eben auch ausgerichtet auf eine längerfristige Partnerschaft und langfristige Partnerschaft. Und wir ziehen, wie man so schön sagt oder unschön sagt, in Zeiten, wo es dann regnet, auch nicht den Regenschirm zurück. Jedenfalls nicht aufgrund dieser Finanzkrise, die zurzeit besteht. Ein aktuelles positives Bild aus dem Handwerk und von den Banken. Die Bundesregierung hat auf die konjunkturelle Lage reagiert und ein Förderprogramm aufgelegt. Ein Punkt hier ist die Absetzbarkeit von Handwerkerrechnungen. Wie das geht und welche Vorteile das Handwerk und die Kunden davon haben, erklären wir jetzt. Über die Einkommensteuererklärung von Privathaushalten können handwerkliche Leistungen bis zu 1.200 Euro ganz unkompliziert steuerlich abgesetzt werden. Für die Anerkennung durch das Finanzamt wichtig, zwischen handwerklicher Leistung und Materialkosten muss in der Abrechnung getrennt werden.
Das Programm der Bundesregierung kommt beim Handwerk gut an, denn es kommt immer mehr, dass die Kunden gerade deswegen nachfragen und auch deswegen muss auch entsprechend die Rechnung geschrieben sein. Also es reicht nicht mehr die 0815-Rechnung von vor 2 Jahren, die wird steuerlich gar nicht anerkannt. Das wissen schon einige. Einige wissen gar nichts davon, andere wissen es halt nur halb. Großes Problem ist, dass wir nicht wissen, dass man die Rechnung überweisen muss und auch die Überweisung, den Beleg, dem Finanzamt mitgeben muss, weil sonst wird es gar nicht steuerlich anerkannt. Das ist ein großes Problem. Wer macht schon bei seiner Steuererklärung, denkt dran, seine Kontoauszüge von irgendwann mal Anfang vom Jahr da abzugeben. Das ist schon schwierig. Der das erste Mal es nicht gemacht hat, der weiß es dann beim nächsten Mal. Aber insgesamt ist der Informationsfluss nicht so groß, wie es jeder weiß. Hier ist sehr viel Aufklärungsbedarf. Teilweise macht es der Handwerker, und teilweise die Medien. Und die Handwerkskammer. Mehr Informationen zum Steuerbonus gibt die Betriebsberatung der Handwerkskammer Koblenz. Tipps aus erster Hand geben die HWK-Experten auch in der Nacht der Technik und auf dem Markt der Möglichkeiten am kommenden Wochenende. Infos hierzu unter hwk-koblenz.de. Und noch ein aktueller Tipp zum Thema Gebäudeenergieberatung. Am 14. November startet ein Kurs zum Gebäudeenergieberater in der Westerwaldakademie in Wissen. Am 30. Januar werden bei der HWK in Koblenz Wärmepumpentechniker geschult. Ich hoffe, wir sehen uns am kommenden Wochenende zur Nacht der Technik. Bis dahin und damit zurück zu Mario Specht.